Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Infernoid-Review. Und zwar zu den neuen Infernoid-Supportkarten, die im nächsten Booster-Set rauskommen. Crossed Souls. Ich habe ja zu den ursprünglichen Infernoids mal ein Review gemacht, weil ich die Effekte ganz interessant fand, aber mich erst gewundert hat, dass fast niemand über das Themendeck damals gesprochen hatte. Und dann ist es rausgekommen und wurde immer noch nicht wirklich gespielt. Dann ganz kurz was gehypt. Hammerdeck ist gestiegen, aber seitdem hat es auch immer noch nicht wirklich Spiel gesehen. Aber schauen wir uns mal die neuen Supportkarten an. Vielleicht könnten die das ändern und Infernoid spielbar machen. Da haben wir als erstes Infernoid Satan, Level 1, 0 ATK, 0 Death. Hat wie jedes andere Infernoid die Bedingung, dass es nicht genommelt werden kann. Und es muss gespecialt werden, indem du ein Infernoid Monster von deiner Hand oder deinem Friedhof verbannst. Und dann hat es natürlich noch die andere Bedingung, dass die Level, die du kontrollierst, nicht über 8 sein darf, damit du Satan überhaupt beschwören darfst. Also sein Effekt ist dann einmal pro Runde, kannst du eine gesetzte Karte wählen auf dem Feld und sie zurück ins Deck mischen. Ziemlich gut. Und das Target kann nicht gechained werden. Also sehr, sehr gut. Sehr interessanter Effekt. Dann hat er halt noch den Effekt wie alle anderen. Einmal pro Runde, während deiner gegnerischen Runde, kannst du ein Monster opfern und dann eine Karte vom gegnerischen Friedhof entfernen. Also auf den ersten Blick, der Effekt ist nicht schlecht, aber die Werte sind halt ziemlich schlecht. Infernoid ist ja bisher ein OTK-Deck und der hat halt 0 Angriff, 0 Defense. Also nicht wirklich brauchbar und sein Effekt ist zwar stark, aber er kostet halt eine wertvolle Ressource. Und Infernoids haben halt das Problem, dass sie die Ressourcen schnell verbrauchen und dann nichts mehr zum Banishen haben für ihre Monster. Und ich denke mal nicht, dass er jetzt gut genug ist, um eine Ressource zu verbrauchen, vor allem mit 0 ATK und 0 Death. Es sei denn, es wird irgendwie ein Weg gefunden, Infernoid auf Control zu spielen, was ich nicht schlecht fände, weil die haben alle echt interessante Effekte. Deren Effekte haben mich zuerst interessiert, wodurch ich halt auf das Deck aufmerksam geworden bin, bis ich halt gecheckt habe, dass es ziemlich schwierig ist, die zu beschweren. Dann haben wir Infernoid Belphegor, Level 6, 12 ATK, 0 Death. Kann wieder nicht normal oder gesettet werden, muss spezial beschworen werden. Der kann halt wie die anderen mit höheren Level von deiner Hand oder von deinem Friedhof gespecialt werden, indem du aber dafür 2 Infernal Monster von deiner Hand und oder Friedhof verbannst. Und dann darfst du natürlich wieder Effektmonster kontrollieren, deren Level mehr als 8 ist. Und wenn diese Karte einen Angriff deklariert, kannst du deinem Gegner eine Karte aus deinem Extra-Deck verbannen lassen. Okay, richtig nutzloser Effekt. Und dann hat er halt noch den Tribute-Effekt, dass er dann eine Karte vom gegnerischen Friedhof verbannen kann. Also der Effekt ist ziemlich schlecht, finde ich, sehr enttäuschend. Ich wüsste nicht, wann der irgendwie nützlich ist. Ist halt gut, dass er ein neuer ist, der aus dem Grave gespecialt werden kann. Aber ansonsten nicht von Interesse. Dann das letzte Monster, das neue. Sieht aus wie ein weiteres Bossmonster, Level 9, Infernoid Lilith. Kann nicht genommelt werden, nur speziell von deiner Hand und oder deinem Friedhof. Aber dafür braucht er auch 3, so wie der andere da, das Bossmonster. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und wenn diese Karte speziell beschworen wird, kannst du alle Zauber und Fallen auf dem Feld zerstören, außer Void-Karten. Also genau wie der andere, also der andere ist ja so wie ein Gaigeki, also oder Darkhold, wie man es nimmt. Und der hier zerstört halt Zauber und Fallen, also die passen halt zusammen wahrscheinlich. Und du kannst einen Monster opfern, um den Monster-Effekt von einem anderen Monster zu negieren. Also das andere Bossmonster negiert ja Zauber und Fallen und der hier halt Monster. Der andere zerstört Monster, wenn er kommt, und die hier halt Zauber und Fallen, also die harmonieren zusammen. Wie vorhin halt schon gesagt, Infernoid haben halt limitierte Ressourcen. Also ich weiß nicht, wie profitabel es ist, halt jetzt 2 von diesen Bossmonstern zu spielen, die jeweils 3 davon verbrauchen bei der Summon. Also für jeden von denen musst du je 3 banishen, also irgendwann gehen die halt die Monster aus zum Banishen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man beide Bossmonster spielen sollte oder könnte. Dann kriegen die auch eine neue Zauberkarte, dauerhafte Zauberkarte. Effekt ist, also Frozen Void heißt die, und der Effekt ist, du kannst eine Karte discarden und eine Void, Zauber der Falle, von deinem Deck auf die Hand holen. Außer Frozen Void und Nullen Void. Okay, also Frozen Void ist halt die Karte selbst, also du kannst sie halt nicht selber suchen. Ich habe halt gerade nachgeschaut, Nullen Void, das ist irgend so eine random Falle. Die hat mit dem Themendeck nichts zu tun, aber die hat zufällig das Wort Void im Namen von früher halt noch. Deswegen haben die das halt mal da mit einbegriffen. Also weiter zum Effekt. Falls du diesen Effekt nutzt, um dir was auf die Hand zu holen, kannst du in dieser Runde keine Normal oder Special Summon machen, außer Infernoids. Du
kannst diesen Effekt halt nur einmal pro Runde aktivieren. Und dann noch ein letzter Effekt, wenn ein Infernoid Monster mit einem gegnerischen Monster kämpft, kannst du nach der Schadensberechnung Frozen Void auf den Friedhof schicken und dann beide kämpfenden Monster verbannen. So, viele interessante Effekte, aber nicht wirklich was, was mich vom Hocker haut. Was aus dem Deck suchen und auf die Hand nehmen ist eigentlich nicht schlecht, aber du kannst halt nur Void Zauber und Fallenkarten holen und die sind bisher eigentlich relativ schlecht. Mir würde nichts einfallen, was ich auf die Hand holen wollen würde. Und nicht mal für Plus kannst du es holen, also du musst erstmal was discarden. Klar kannst du irgendwelche Infernoids discarden, aber trotzdem macht das halt kein Plus, die Karte. Wohingegen andere Decks halt Plus Searcher-Karten haben, deswegen bin ich nicht so überwältigt von der Karte. Vor allem kannst du halt in der Runde nicht Normal oder Special außer Infernoids, das heißt du kannst kein Raiden oder Cut-Trooper oder sowas beschwören, was sich halt langsamer macht. Aber wie vorhin schon gesagt, Infernoid ist ein OTK-Deck, die wollen schnell abgehen und das verlangsamt dich halt eher. Deswegen finde ich die Karte nicht so gut. Dann die letzte Karte, die sie bekommen haben, ist eine neue Falle. Rising Void. Auch dauerhaft. Und die Effekt ist, wenn du ein Monster kontrollierst, das kein Infernoid ist, wird die Karte halt zerstört, was schon mal sehr schlecht ist. Dann kannst du halt kein Raiden und Card Trooper und Lila und sowas spielen. Oder Kuri Bandit. Und du kannst jeweils nur einen dieser Effekte von Rising Void pro Runde aktivieren. Also der erste wäre, während jeder deiner gegnerischen Standby Phases kannst du einen Infernoid Monster in deinem Friedhof wählen und es auf die Hand holen, was nicht schlecht ist, obwohl es ein bisschen langsam ist. Und der andere Effekt, während jeder deiner Standby Phases kannst du einer deiner gebanischten Infernoids wählen und es zurück auf den Friedhof legen, was auch nicht schlecht ist, gibt dir halt wieder mehr Ressourcen. Also beide Effekte gar nicht schlecht. Das einzige Problem, was ich sehe, ist halt, dass es sehr, sehr langsam ist. Also wenn du es aktivierst, kannst du es erst in der gegnerischen Standby-Phase aktivieren, zum Beispiel. Dann musst du halt hoffen, dass es überlebt, bis du dran bist. Dann kannst du wieder was zurücklegen, also auch sehr, sehr langsam vom Effekt her und ich glaube auch eher nicht zu gebrauchen. Also Leute, das waren die 5 neuen Infernoid-Karten. Meiner Meinung nach sehr enttäuschend, also ich habe nichts gesehen, dass Infernoid irgendwie spielbar macht, irgendwie die Tierliste hinauf befördert. Obwohl Konami den Deck, also Infernoid, genau die Karten gegeben haben, die sie gebraucht hatten, haben sie das halt in so einer Form gemacht, dass es halt viel zu langsam ist. Und deswegen denke ich mal, wird Infernoid weiter scheiße bleiben. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab und ciao.